zu einem neuen Video von mir. Wie ihr schon im Titel gelesen habt, geht es heute um Lederleggings bzw. Lederhosen. Und zwar, wer mir schon länger folgt oder wer mir auch auf Instagram folgt, weiß bestimmt, dass ich sehr, sehr gerne Lederleggings anziehe. Und ich dachte mir, dass ich einfach mal ein Video über meine Top-Lederleggings mache. Also meine Liebsten, ich habe mir jetzt meine liebsten 9 rausgesucht. Ich kriege dazu auch immer so krass viele Fragen auf Instagram, wo ich meine Hosen kaufe. Und ich habe mittlerweile, glaube ich, bestimmt 30, 40 Lederhosen oder sowas. Deswegen, ja, zeige ich euch jetzt einfach mal meine Favoriten. Ich werde probieren, alles in der Infobox zu verlinken. Ich werde euch alles angezogen einblenden. Ich weiß halt nicht, ob ich alle Hosen noch finde, weil ein paar auch schon ein bisschen älter sind. Aber ich versuche auf jeden Fall, jede Hose zu verlinken. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Und ich würde mich mega freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und den Video einen Daumen nach oben gebt, wenn es euch dann am Ende gefallen hat. Und ja, jetzt let's go mit dem Video. Also starten wir mal mit der ersten Hose. Und wer mir auf Instagram folgt, kennt diese Hose bestimmt, weil ich die da 24/7 trage letzte Zeit. Und zwar ist das diese Hose hier. Das ist halt auch wirklich eine richtige Hose. Also die hat auch Gürtelschlaufen und die hat auch von hinten Hosentaschen. Die geht ganz normal gerade runter und die hat auch ein bisschen dickeren Stoff. Also wie man hier drin sieht, die ist so ein bisschen gefüttert quasi. Da habe ich Größe 34 in der Hose. Und die habe ich von einem Instagram-Shop, der heißt Amelia Fashion. Ihr seht sie jetzt angezogen. Und das ist die geilste Lederhose, die ich besitze und die ich auch je hatte. Und ich bin einfach so unnormal in Love mit der. Das Material finde ich jetzt einfach so, so schön. Ist natürlich kein echtes Leder, weil die Hose kostet 30 Euro. Also ist logisch. Aber ich habe die Hose, glaube ich, 4 Mal oder 5 Mal. Also 4, 5 Mal habe ich diese Hose einfach nachgekauft, weil ich dachte mir so, wenn es die irgendwann nicht mehr gibt, dann will ich die unbedingt nochmal haben und deswegen, die kann ich euch 1 Million % empfehlen und ich liebe die so sehr, ich würde die am liebsten 24/7 die ganze Zeit tragen. Kommen wir zu der nächsten Hose und zwar ist es eine Vinyl-Leggings eher, also ja, die sieht so aus, das hört sich einfach auch an wie so eine Mülltüte, aber ich feiere so eine Hosen halt auch voll, das einzige, was mich hier ein bisschen stört, ist dieser Bund. Den finde ich jetzt nicht so schön. Also ich finde halt, wenn man das mit einem kurzen Oberteil anhat, sieht es nicht so schön aus. Also da würde ich halt eher einen Pulli oder sowas anziehen. Da habe ich Größe XS, nicht, dass ich jetzt hier was Falsches sage. Und die ist von Shein, wie man sieht. Die habe ich sogar auch voll neu. Also die gibt es auf jeden Fall noch bei Shein. Und ja, an der Hose habe ich nichts auszusetzen. Die sitzt mehr gut, außer wie gesagt, dieser Bund ist jetzt nicht ganz so geil. Aber die hat auch nur 10, 15 Euro gekostet, deswegen finde ich die sehr nice. Die nächste Hose ist eher eine gewachste Hose. Und zwar sieht die so aus. Sie hat so Reißverschlüsse überall. Und die feiere ich auch richtig doll. Ansonsten sieht die auch aus wie die ganz normale Hose. Da habe ich auch wieder Größe XS drin. Und die ist von Shein. Und die habe ich auch noch nicht so lange. Deswegen hoffe ich, dass es die da noch gibt. Und die Reißverschlüsse sind übrigens echt. Also die kann man wirklich auf und zu machen. Aber da ist keine Tasche oder so. Also es hat eigentlich keinen Sinn, wenn man die aufmacht. Und die sitzt auch voll gut, also hätte ich gar nicht mal gedacht, weil die, wie gesagt, von Shein ist. Die war auch nicht so teuer und die liebe ich auch sehr. Kommen wir zu der nächsten Hose und zwar habe ich die ganz neu. Die hatte ich auch noch nie draußen an und das ist wirklich eine Leggings. Und zwar ist die einfach von Wish, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, die ist von Wish oder Wova. Richtig krass. Und zwar, ja, sieht die von vorne so aus. Die hat hier so einen Reißverschluss und so Reißverschlüsse an der Seite noch. Und ansonsten geht die ganz normal gerade runter und von hinten hat die dann noch so eine Art Push-Up. Ich weiß nicht so wirklich, wie ich diesen Schnitt von hinten finden soll. Also ich finde die halt vor allem von vorne mega schön. Und so für Bilder so kann man die auf jeden Fall anziehen, aber dieses hinten weiß ich nicht so, wie ich es finden soll. Ihr seht es ja jetzt. Also ich finde es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, der Schnitt, sag ich mal. Da habe ich auch Größe XS und ich finde halt aber dafür, dass sie von Wova oder Wish ist, bin mir gerade nicht ganz sicher, hat die Hose wirklich voll die gute Qualität, also die ist überhaupt nicht irgendwie billig oder so und der Stoff ist jetzt auch nicht so dünn. Also ich bin echt sehr in love mit der hier und ja, die werde ich auf jeden Fall auch demnächst draußen tragen. Dann die nächste Hose ist auch schon sehr lange eins meiner Faves und die habe ich auch 3, 4 Mal oder so. Und zwar ist die von Misguided, das ist auch so eine High-Waisted Hose, die hat aber keine Gürtelschlaufen, das ist auch eher so eine gewachste Hose. Sieht von vorne so aus und von hinten so und da habe ich auch Größe XS und ich weiß gar nicht, warum es hier nicht drin steht, aber auf jeden Fall habe ich eigentlich immer diese Hosen aus der Toy-Abteilung von Misguided. Zur Orientierung, ich bin 1,74 Meter ungefähr und deswegen sind mir die Hosen da sonst immer zu kurz. Und generell die Hosen von Misguided finde ich richtig, richtig gut. Das sind nicht nur diese gewachsenen Hosen, sondern auch die normalen Jeans. Kommen wir zu der nächsten Hose und zwar ist die sehr, sehr ähnlich zu der ersten Hose, die ich euch gezeigt habe. Werdet ihr wahrscheinlich auch sehen. Die sieht so aus. Von vorne sieht die so aus, die hat auch Gürtelschlaufen und von hinten so.
Die ist von Shein und da habe ich auch Größe XS. Ich würde sagen, diese Hose ist eine günstigere Alternative zu der ersten Hose, aber ich finde sie trotzdem nicht vergleichbar. Also die Hose mag ich auch voll, weil man die, finde ich, eher im Sommer anziehen kann, weil die ist halt wirklich aus dem dünnen Stoff. Also die ist nicht irgendwie gefüttert oder so wie die andere und die ist halt wirklich sehr, sehr dünn. Es hat aber auch den Nachteil, dass man hier wirklich alles sieht, also sei es jetzt irgendwie immer was vom Bauch oder Zellulite oder keine Ahnung was, man sieht bei dieser Hose wirklich alles. Deswegen würde ich erst zu der anderen Hose tendieren, aber die Hose mag ich trotzdem voll, weil die ist halt viel dünner und im Sommer, finde ich, kann man die sehr gut anziehen und die habe ich auch sehr neu, deswegen gibt es die bestimmt auch noch bei Shein. Die nächste Hose hatte ich auch schon sehr oft auf Instagram an, da habe ich auch schon unendlich viele Fragen bekommen und zwar ist es wirklich so meine top gewachsene Hose, also wenn ich mich wirklich für zwei Hosen entscheiden müsste, die ich mein restliches Leben lang tragen will, ist es die hier und die ich euch als erstes gezeigt habe und zwar ist die hier von Stradivarius. Das ist auch eine gewachsene Hose, die hat hier oben Gürtelschlaufen und ich mag es voll, dass dieser Knopf hier schwarz ist. Von hinten sieht die so aus. Ich mag es auch voll, dass dieses Label von Stradivarius hier auch schwarz ist. Also ich fände es viel schöner, als wenn es braun wäre oder sowas. Und es ist halt einfach eine ganz normale gewachsene Hose, aber die ist so krass dehnbar. Da habe ich auch Größe 34. Aber die ist wirklich sehr, sehr eng. Also vielleicht würde ich dann auch schnell eine Nummer größer nehmen. Die Hose habe ich auch schon 4-5 Mal so, weil ich mir die immer wieder nachgekauft habe und auf jeden Fall sieht da drin so schön aus und ich würde mir die noch 100 Millionen Mal kaufen und die würde ich wirklich für den Rest meines Lebens anziehen, immer, also wirklich jeden Tag. Dann meine Top-Leder-Leggings ist immer noch unverändert die gleiche, wer meine alten Videos schon geguckt hat, weiß es wahrscheinlich schon, aber es ist immer noch diese Leder-Leggings hier, die ist von Bershka. Und es ist einfach eine ganz normale High-Waisted Leder Leggings und die ist einfach, es gibt einfach keine bessere Leder Leggings. So, die ist einfach für immer und ewig mein Fave. Da habe ich tatsächlich jetzt Größe S. Früher hatte ich Größe XS, aber anscheinend habe ich ein bisschen zugenommen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich jetzt Größe S. Also die Hose fällt, finde ich, schon ein bisschen kleiner aus. Deswegen würde ich da auf jeden Fall an eurer Stelle eine Nummer größer nehmen. Und die Hose habe ich, keine Ahnung, 8 Mal oder so. Also wirklich richtig, richtig oft. Zur letzten Hose, die ich mir jetzt ausgesucht habe. Und zwar ist das auch ein bisschen eine andere Hose als die anderen, weil die eine andere Farbe hat. Und zwar ist es auch eine Vinylhose, aber die ist in so einem, ja, beige-braunen Ton. Die sieht so aus, die hat an der Seite so einen Reißverschluss. Und besonders auch, dass die hier unten an den Füßen so einen Schlitz hat. Und das feiere ich voll. Also die habe ich auch sehr, sehr neu. Die ist von Shein. Und da habe ich auch Größe XS. Die Qualität ist jetzt nicht so geil, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also der Stoff ist irgendwie ziemlich billig. Sieht man auch von innen. Was mich hier auch voll nervt, ist, dass der Bund hier immer so umschlägt quasi. Aber ich meine, okay, was soll man erwarten? Die Hose hat irgendwie 15 Euro gekostet oder 20? Ich glaube 20. Die Hose hat 20 Euro, glaube ich, gekostet. Und ja, ich wollte so eine Hose halt schon vor lange, meine anderen Farbe nicht in schwarz. Und deswegen werde ich die trotzdem anziehen. Und ich finde halt, wenn man jetzt ein längeres Oberteil oder so anzieht, dann ja, stört einen sehr ähnlich mit diesem Umschlag die ganze Zeit von dem Bund und die Hose mag ich auch voll. Ja, und das waren jetzt alle meine liebsten Lederleggings bzw. Lederhosen. Ich habe halt, wie gesagt, noch viel, viel mehr, aber das waren jetzt meine liebsten. Wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich auf jeden Fall die wählen. Und ja, ich finde einfach, dass Lederleggings so, so unnormal schön aussehen. Ich weiß gar nicht, wie das so bei mir dazu gekommen ist, dass ich das so extrem feiere, aber ich ziehe das so krass gerne an. Und generell mag ich Ledersachen sowieso voll gerne. Deswegen, ja, hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat, dass ich euch inspirieren konnte, dass ihr euch vielleicht irgendeine von den Hosen nachkaufen wollt oder so. Ich werde euch alles unten verlinken. Und ich würde mich sehr, sehr doll freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und dem Video einen Daumen nach oben gebt. Dann sehe ich, dass es euch gefallen hat und mache vielleicht noch mehr Videos von der Art, weil ich, wie gesagt, noch sehr, sehr viele Hosen habe. Und ja, ansonsten könnt ihr mir jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Hose euch am besten gefallen hat. Würde mich auch sehr interessieren. Und ja, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen.